Servus Leute, willkommen zurück in den Schwarzmarschen. Ja, wir sind gerade einer Horde von verderbten Werwölfen entkommen. Und sind hier gerade in Bedrängnis, glaube ich. Jo, definitiv. Weil das ist schon der erste. So. Dann noch einmal. Und noch ein. Und ein. Genau. So. Na gut. Drei gehen ja zum Glück noch, aber. Warum sage ich das nur? Na? Okay, so viel dazu. So. Bingo. So, was haben denn die Wölfchen für mich dabei? Geisterscherben, Geld, Geisterscherben, Geld und ein alter Brief. Alter Brief? Alte Nachricht. Irgendjemand scheint diese Nachricht vor vielen Jahren verloren zu haben. Annehmen? Die Last der Schuld. Okay. Erfinde das Lager des Händlers. Ein Händler in den Schwarzmarschen hatte einst im Austausch gegen gewaltige Reichtümer mehrere junge Mädchen an die Baroness verraten. Seine Schuld lastet jedoch so schwer auf ihm, dass er sich schon bald das Leben nahm. Der Abschiedsbrief des Händlers enthielt auch eine Karte zu seinem versteckten Lager. Okay. Riss im Schleier. Okay, versteckter Hinweis. Wie jemand? Nach dem Stopp entfernt wurde folgendes lesen. Storf ist verlassen, möge der Bauer den armen Seen Frieden schenken. Okay. So. Eine Truhe. Schwacher Wortumschlag. Na gut, besser als nichts. Unterlagen der Stadt. Okay. Tollkopf. Okay. Schutt, Spielzeugpferd. Wie kommen wir da hin? Hier ist ein Durchgang. Sehr schön. Unterlagen der Stadt. Baroness untertan machte. Okay. Spielzeugpferd. Erhaltene Gegenstände. Spielzeugpferd. Ja, nee, ist klar. So, hier sind auch noch ein paar Marschenwölfe. Hof des Anwesens. Kommen wir da irgendwie rein? Irgendwie muss es ja reingehen. Kann man die das Tor irgendwie öffnen? Nein, natürlich nicht. So, denn Tor. Können wir dieses Tor denn öffnen? Nate? Nein, auch nicht. Okay. Dann müssen wir außenrum. Verderbter Werwolf. Okay, warum sind die Werwölfe hier verdorben? Betrachtet es als erledigt. Wir haben doch ein paar nette Lykanthropen kennengelernt. Und ein Riss im Schleier. Na super. Servus. Riss im Schleier, okay. Wie jemand. Ach du Scheiße. Riss im Schleier. Jetzt mal ganz im Ernst. Wenn hier der Schleier zerrissen ist, denn. Was ist das? Es sieht so geisterhaft aus. Fast wie das Nichts. Quest aktualisiert. Suche nach einer Möglichkeit, die Risse im Schleier zu schließen. Du hast einen Riss im Schleier gefunden, durch den Blick ins Nichts werfen kannst. Da diese seltsamen Phänomene nicht physikalischer Natur sind, kannst du in der wirklichen Welt nichts gegen sie unternehmen.
Anders, kannst du da was machen? Das ist die mieseste Idee aller Zeiten. Der Weg ist unpassierbar, okay? Gut, ich traue dem hier nicht so ganz. Versteckter Hinweis wieder. So, Tod und Kalt ruht aller Gewalt, okay. Du hast den dritten Hinweis gefunden. Mhm. Spur der Liebe. War irgendwie klar, dass der hier wieder aufkreuzt. Und ich bin überwältigt. Oder auch nicht, okay. Ich werde es tun. Ein mutiger Versuch, aber leider nicht gut genug. Na? Erledigt. Ich erlaube Stellung und beenden wir es. Bingo. Und da ist er auch schon tot. Das passiert mir so gut wie nie. Musik? Denn keine Musik und dann wieder Musik. Das Mal der Göttlichen, okay. Felsen. Christophs Medaillon und... Okay. Wird erledigt. Frische. Christophs Lager gewesen sein, allerdings war sein, schieß mich tot, so. Finde Christoph, Behelfsunterkunft gefunden, er muss irgendwo in der Nähe sein. Ja, das glaube ich auch. So. Anders? Das mache ich. So. Orgrin, okay, du bist nicht mehr so drauf. Ich dachte, das ist erledigt. So, ich folge einfach mal den Drachenknochen. Hier ist wieder mal ein Riss im Schleier. Und wieder mal ein paar verderbte Werwölfe. Kackbratzen seid ihr denn? Das ist unsere Fähigkeiten haben uns nicht im Stich gelassen. Sodale, verderbter Schattenwolf, verderbter Werwolf. Und eine herausgerissene sehr Seite. Schön. Ja. Geheimnis der Steine. Geheimnis des Barons. Okay. So. Versteckter Hinweis und Drachenknochen. Die verlorenen Drachenknochen. Quest aktualisiert, finde verschrotteten Drachenknochen. Du hast einen Drachenknochen gefunden, der darauf hindeutet, diese Bestien des Schwarzmarschs schon den Tod gefunden hat. In den Gegend könnte es noch weitere Knochen geben. Okay. Eventuell können wir eine neue Rüstung von Wade erwarten. So, hier ist ein weiterer Riss im Schleier. Ich werde es tun. Der Weg ist unpassierbar. Dahinter... Oh, nee. Nee, ne? So, versteckter Hinweis. Das versteckte Lager, da kommen wir nicht hin. Okay.
Oh, hier wird gespeichert. Sehr schön. So, hier war Riss im Schleier. Hier waren ebenfalls welche. Hier ist auch noch einer. Larve der Kinder? Miep? Und das! Was zum Henker ist denn hier los? Hallo? Ja, was für Viecher sind das? Larve der Kinder. Geld. Warum haben die Geld dabei? Geld, Geld. Betrachtet es als erledigt. Säurebeschichtung, okay. Ist das eine neue Art von dunkler Brut? Warum so? Christophs Körper sollten ist... Sollten wir plötzlich neuen Arten der dunklen Brut begegnen? Das hier ist ja noch nicht einmal eine Verderbnis. Gute Frage. Gute Frage. Das frage ich mich gerade ernsthaft. Da geht es nicht weiter. Tollkopf, Truhe, Drachenknochen, Christoph. Verstecktes Lager. Erstmal das Wichtigste, die Drachenknochen und die Soweit Truhe. Soweit ich weiß, waren die Schwarzmarschen einst ein lebhafter Ort, bis plötzlich alle verschwunden sind. Okay. Was haben wir hier? Ein Granat. Tollkopf, Drachenknochen, Elfenwurzeln, Christoph. Okay, was ist hier passiert? Ja, das ist euer grauer Wächter. Die Mutter sagte mir, wenn er zu diesem Ort gelockt wird und erschlagen, würdet auch ihr irgendwann kommen. Und die Mutter, sie hatte recht. Die Mutter hat immer recht. Okay, der spricht auch. Wer ist diese Mutter? Die Mutter ist die, die mich geschickt hat. Die, die wollte, dass ihr kommt. Hierher, an diesen Ort. Ich. Hier vor euch seht ihr den Ersten. Und ich überbringe euch eine Nachricht. Die Mutter, sie gestattet euch nicht, seinem Plan zu helfen. Selbst wenn ihr es nicht wisst. Deshalb schickt sie euch ein Geschenk. Miep? Okay, ein Geschenk. Ja, was war das denn jetzt bitte zum Fick? Jetzt mal ganz im Ernst, was zum Henker war das gerade? Hat er uns jetzt ins Nichts geschickt oder was soll das hier werden? Ich bin gerade etwas verwirrt. Das merkt ihr gerade, oder? Nun ja. Wer ist diese Mutter? Ich denke mal, das soll eine dieser Brutmütter sein. Ich denke es einfach mal, ich weiß es nicht. Und wenn diese Mutter ebenfalls sprechen kann... ja. Warum kam die nicht zu uns hin? Und hat uns selbst dieses Geschenk überbracht.
Nein, wir sind auch ins Nichts gekommen. So kann es nicht sein. Was habt ihr getan? Ich verlange Antworten. Auch ich tue das. Das ist nicht, was sie gesagt hat. Ich bin verraten. Ich konnte meiner Mutter auch nie trauen. Jetzt bin ich mit euch gefangen im Nichts. Ach, wie dumm war ich. Mich dann um die Mutter kümmern. Sieht aus, als hätte man da jemanden für entbehrlich gehalten. Ich bin der Erste. Ich bin nicht entbehrlich. Dies werden das graue Wächter und die Mutter noch lernen. Ich überlasse euch den Kindern. Ich werde meinen eigenen Weg zurück in die Welt finden. Zurück zu der Mutter. Okay. Wenn du meinst. Larve der Kinder. Larve der Kinder Genlock. Ach du Scheiße, hier sind... Hier sind Hühner. Hey, hier sind Hühner. Yay. Ja, ich würde dann erstmal sagen, die Genlocks müssen weg. Spürt ihr das? In der Nähe ist dunkle Wut. Ergebt euch! Und wir werden sein! Bingo. So. Was war das für ein Ding? Und wer ist die Mutter? Gehört sie auch zur dunklen Brut? Noch mehr sprechende dunkle Brut. Und dann gibt es jetzt auch noch eine Mutter. Wie rührend. So, was sagt denn die Karte? Niederer Schatten. Also hier sind überall Schatten. Hier sind Hühner, Schatten, Lyrimadern. Ja, an der Stelle würde ich sagen, ich beende den Part für heute. Das war's dann wieder mit Dragon Age Origins Awakening. Ich danke dem fürs Zuschauen und bis nächstes Mal. Tschaußen!